So, einen wunderschönen guten Morgen. Ich freue mich sehr, dass ich heute hier bei Ihnen sein darf und Ihnen ein bisschen etwas versuchen darf zu erzählen aus der für Sie sehr fremden Welt der Demoskopie oder auch der angewandten, empirischen, messenden, beobachtenden Sozialwissenschaften. Ich arbeite an einem der, ich glaube, das darf ich sagen, führenden deutschen Umfrageforschungsinstitute, das bei manchen Nachteilen, die es auch haben mag, einen Vorzug hat. Es ist nämlich gleichzeitig mit das älteste. Das Institut ist 1947 gegründet. Gelegentlich kokettiere ich ein bisschen damit, dass wir 2 Jahre älter sind als die Bundesrepublik Deutschland. Und das heißt, dass wir die gesamte Geschichte der Bundesrepublik Deutschland mit unseren Umfragen mehr oder weniger intensiv begleitet haben und natürlich immer wieder auch Themen dort angesprochen haben aus den verschiedensten Lebensbereichen, so auch das Thema, deswegen wir heute hier sind. Und ich möchte zweierlei tun heute. Ich möchte Ihnen einmal zeigen, was wir in unserem Archiv haben an Ergebnissen, an Umfrageergebnissen, die uns zeigen, was die Bevölkerung zum Thema Klima und Klimawandel denkt und gedacht hat. Und das Erste, was man dabei festhalten muss, ist, dass das, was die Bevölkerung dort tut, wie die Bevölkerung reagiert, die Resonanz auf alles Mögliche ist, aber wahrscheinlich sehr wenig auf das eigentliche Klima. Das heißt, das, was die Bevölkerung meint und tut, ist das Echo auf verschiedene Einflüsse. Man müsste sehr viel über Medienwirkungsforschung sprechen, wenn man mehr Zeit hätte in dem Zusammenhang. Aber Sie werden gleich merken, wir haben es mit Mustern zu tun, die unabhängig sind von der tatsächlichen Lage. Und wenn ich das gezeigt habe, das ist zugegebenermaßen ein bisschen zusammengefegt, denn wir haben nicht eine große Studie zum Thema Klima gemacht jetzt kürzlich, sondern das ist immer mal wieder, dass die eine oder andere Frage dazu gestellt worden. Wenn ich Ihnen da ein bisschen etwas gezeigt habe, möchte ich Ihnen in den letzten Minuten noch einiges zeigen über die Mechanismen, die vorhanden sind, wenn die Bevölkerung sich mit naturwissenschaftlichen Themen und gerade mit auch öffentlich debattierten naturwissenschaftlichen Themen auseinandersetzt. Das ist dann natürlich nicht nur Klimawandel, das ist auch, sagen wir mal, Atomenergie und Gentechnik und andere Dinge, also diese öffentlichen naturwissenschaftlichen Streitthemen. Und es gibt ein paar Verhaltensmuster in der Bevölkerung, die zeigen, dass die meisten Menschen vollkommen anders denken und damit auch vollkommen anders denken, als es Naturwissenschaftler oder überhaupt messende Wissenschaftler tun, also auch wir messenden Sozialwissenschaftler leiden darunter. Und dass es deswegen massive Kommunikationsprobleme gibt zwischen der Öffentlichkeit und den Wissenschaftlern. Zunächst mal der Klimawandel selbst. Was sagt denn die Bevölkerung zu diesem Thema? Wir haben eine ganze Reihe von verschiedenen Fragetypen, die immer wieder mal vorkommen in ähnlicher Form. Sie werden so nach und nach merken, wie das funktioniert. Da gibt es beispielsweise sogenannte Kartenspiele. Da werden Kärtchen überreicht und die Befragten, auf jeder Karte steht etwas und die Befragten sortieren das. Und wir haben im Februar, März 1992, also vor mittlerweile mehr als 20 Jahren, die Frage gestellt, es soll mal untersucht werden, was den Menschen heute Sorge bereitet, was sie bedrückt. Könnten Sie die Karten bitte mal verteilen? Da werden so Pappstreifen hingelegt, je nachdem, was auf Sie persönlich zutrifft. Und denn je nach Tagespolitik fällt das sehr unterschiedlich aus. Es gibt ein paar Evergreens, die Arbeitslosigkeit, die eigentlich immer relativ hoch kommt. Oder dass die Preise immer mehr steigen. Das ist selbst dann, wenn sie in Wahrheit überhaupt nicht steigen, immer eine der größten Sorgen. Und das Thema Klima findet sich vor 20 Jahren durchaus auch unter den am häufigsten genannten, damals von einem Drittel der Bevölkerung, aber das in der Rangfolge der häufigsten Nennungen hier sortiert, Themen. Wenn ich das Ganze jetzt aufs Jahr 2007 transportiere, Sie merken, ein kleiner Sprung in der Zeit, rund 15 Jahre später, wie sieht die Sache dort aus? Andere Frage, aber Sie merken sozusagen von der Denklogik eine ähnliche Geschichte. Wenn Sie einmal an die nächsten 10, 20 Jahre denken, was ist Ihrer Meinung nach, sind da Ihrer Meinung nach weltweit die größten Probleme? Welche Probleme müssen vor allem gelöst werden? Da steht der Klimawandel an allererster Stelle. Und wenn Sie sich zurückerinnern, dann werden Sie merken, das ist auch eine spezifische politische Situation gewesen in der damaligen Zeit. Da ist das Thema ganz enorm in der Öffentlichkeit debattiert worden. Dann kommt ein langer Abstand und dann kommt die Sicherung der Energieversorgung, dann kommt die Armut der Dritten Welt und was wir da eben sonst noch abgefragt haben. Und wenn ich das jetzt noch ein wenig springe, Januar diesen Jahres, da sehen Sie wieder die Frage mit den Sorgen, diesmal nicht als Karten überreicht, sondern als Liste. Und die Befragten suchen einfach aus, was macht ihnen Sorge.
dann ist der Klimawandel wieder dahin gerutscht, wo er vor 20 Jahren war. Nämlich durchaus unter den meistgenannten Punkten, aber unter diesen dann eben an diesmal 2., 4., 6. Stelle, unter den zur Auswahl gestellten, genannt von 44% der Bevölkerung. Das heißt, das Thema hat eine gewisse Konjunktur hinter sich, die Sie auch an einer ganzen Reihe von anderen Fragen sehen. Beispielsweise die Frage, fühlen Sie sich persönlich durch den Klimawandel, die Erderwärmung gefährdet oder würden Sie das nicht sagen? 2007 sagten immerhin 28% der Deutschen, obwohl man, glaube ich, mit Fug und Recht sagen kann, dass wir in Deutschland bisher keine irgendwie allzu intensiven Auswirkungen haben. Sie fühlten sich gefährdet, heute sind es mit 20% nicht rasend viel weniger, aber doch spürbar weniger. Das ist statistisch betrachtet durchaus signifikant, wie man in den Sozialwissenschaften sagt. Das heißt, nicht allein durch den Zufall zu erklären. Und wieder noch eine andere Frage, wie große Sorgen machen Sie sich um die Erderwärmung? Und Sie sehen, dass das Jahr 2007 gleichsam ein Sonderfall war und wir im Jahr 2010 wieder erheblich geringere Sorgen hatten und das Niveau von 2004 erreicht haben. Also es gab eine typische wenige Jahre währende Themenkonjunktur. Und folglich wächst auch der Anteil derjenigen an der Bevölkerung, die sagen, in der öffentlichen Diskussion würden die Gefahren, die aus einem Wandel des Klimas erwuchsen, übertrieben. Wenn Sie mal daran denken, was Sie in letzter Zeit über den Zustand der Umwelt und das Klima gehört haben, was meinen Sie, werden die Gefahren im Allgemeinen übertrieben oder werden sie verharmlost? 1995 zum ersten Mal gestellt die Frage, da sagten noch, es gibt noch, oder werden sie angemessen dargestellt? Der größere Teil der Bevölkerung sagt, sie werden angemessen dargestellt. Das ist in der Grafik jetzt nicht gezeigt. Darum kommen da weitaus weniger als 100% raus, wenn Sie das zusammenrechnen. Aber es sagt immerhin ein Drittel im Jahr 1995, die Situation würde verharmlost. Das sagen heute noch 17%. Umgekehrt ist der Anteil derer, die sagen, es würde übertrieben, von 9% auf 24% gestiegen. Wenn Sie so wollen, ist das ein Muster, das wir vom Waldsterben kennen. Ich bin alt genug, mich daran zu erinnern. Sie können sozusagen die Ankündigung der Apokalypse in 50 Jahren und noch 10 Jahre Zeit zum Umkehren, das können Sie 10, 15, 20 Jahre aufrechterhalten und dann irgendwann, wenn es dann immer noch Bäume gibt, dann verliert man allmählich die Glaubwürdigkeit bei der Bevölkerung und ein bisschen sehen wir das ein ähnliches Muster hier beim Thema Klimawandel. Man kann ja unterschiedlicher Meinung sein, was zu den Aufgaben der Politik gehört. Hier sind mal einige Punkte aufgeschrieben. Worum sollte sich die Politik kümmern? Wozu sollte sie zuständig sein? Das ist eine Frage, die wir gestellt haben in einem völlig anderen Zusammenhang, nämlich mit einer Studie, die ich vor zweieinhalb Jahren gemacht habe, wo es um die Frage ging, leben wir eigentlich in einer Gesellschaft, in der die Sphäre des Politischen immer mehr ausgedehnt wird und die Politik für immer mehr und mehr Dinge zuständig erklärt wird, mit der Folge, dass das natürlich Frustration zur Folge hat, denn die Politik glaubt dann sozusagen diesen Erwartungen auch genügen zu müssen, ja, fühlt sich dann für alles Mögliche zuständig, auch für Gebiete, bei denen sie im Grunde gar nicht viel bewirken kann. Und weil sie nicht viel bewirken kann, sorgt das für Enttäuschung. Das ist durchaus eine problematische Entwicklung. Also haben wir verschiedene Aspekte abgefragt, unter anderem auch das Stichwort, dass die Erderwärmung nicht weiter zunimmt. Und immerhin die Hälfte der Bevölkerung sagte uns im November 2011, das ist Aufgabe der Politik. Das ist halt der Haken. Ja. Ich habe eben ein bisschen geprahlt damit, wie alt unser Institut ist und wie lange zurück die Daten reichen. Sie werden gleich noch ein paar Beispiele sehen auch. Aber das Problem ist natürlich, Sie wissen dann 50 Jahre später genau, welche Fragen man eigentlich vor 50 Jahren hätte stellen müssen. Und das geht natürlich nicht. Ja. Und ich würde einiges darum geben, wir hätten diese Frage vielleicht mal in den 70er Jahren gestellt oder so etwas. Ich glaube nicht, dass damals die Hälfte der Bevölkerung, ich sage es bewusst etwas salopp, die Hälfte der Bevölkerung der Ansicht gewesen sei, die Politik sei fürs Wetter zuständig. Also da haben sich doch auch Wahrnehmungen in einem ganz erheblichen Maße vermutlich verschoben. Zurzeit liest oder hört man ja recht häufig, dass es auf der Erde einen Klimawandel gibt, dass die Erde sich zunehmend erwärmt. Wie sehen Sie das? Ist das eine neuere Entwicklung, wie es sie vorher noch nie gab? Oder hat es solche Klimaveränderungen auch früher schon gegeben? Wurde gefragt im Mai, Juni 2007 auf dem Höhepunkt der Konjunktur dieses Themas, habe ich Ihnen vorhin gezeigt. Und ein gutes Drittel der Bevölkerung, 37%, sagte, das ist eine neuere Entwicklung, das hat es so früher noch nicht gegeben. Die Hälfte der Bevölkerung sagt, ach, das hat es auch früher schon gegeben. Wenn ich die Frage, wo ist es? Ach so, nee, das kommt später noch.
Also durchaus ein erheblicher Teil der Bevölkerung sagt, das ist einzigartig, das gab es so noch nicht, wenn es auch keine Mehrheit ist. Und nun ist natürlich die Frage, merkt man das schon, ja, auf die eine oder andere Art und Weise? Und wir haben immer mal wieder die Frage gestellt, wenn es eine besondere Wetterlage gab, ob das denn Folge des Klimawandels sei. Im August 2002, die Wahlforscher werden sich erinnern, das war ein wahlentscheidendes Ereignis, gab es die Überschwemmung, ja gut, ich bin hier in Sachsen, Sie wissen sowieso, wovon ich rede. Was glauben Sie, sind das die Folgen der Erderwärmung oder kommt das einfach hin und wieder vor, sind das normale Wetterschwankungen? Damals sagten 60%, das ist die Erderwärmung. Im Jahr 2007 gab es einen ungewöhnlich heißen Frühsommer. Auch da haben wir gefragt, ist das die Erderwärmung? Und da sagten 48%, jawohl, das ist ein Anzeichen für den Klimawandel. Also etwas weniger, aber doch durchaus eine relative Mehrheit der Bevölkerung. Und als wir im letzten Jahr einen sehr lang anhaltenden, besonders kalten Winter hatten, haben wir auch da gefragt, ist das der Klimawandel? Und immerhin noch ein Drittel der Bevölkerung sagte uns, jawohl, das ist der Klimawandel. Das ist ein Beispiel dafür, was Psychologen oder Medienpsychologen Framing nennen. Also man hat einen Bezugsrahmen im Kopf und Nachrichten, Ereignisse, die ich beobachte in meiner Umwelt, werden in diesem Bezugsrahmen einsortiert. Und wenn ich der Ansicht bin, dass also wir in einem problematischen Klimawandel leben, dann wird sozusagen jedes ungewöhnliche Ereignis in diesem Zusammenhang einsortiert. Und das kann Wärme oder Kälte oder sonst was sein, aber es wird immer in diesem Frame, in diesem Bezugsrahmen auftauchen. Das, was ich Ihnen gezeigt habe, sind zunächst mal aktuelle Dinge der jeweiligen Zeit, aber es sind nicht nur oder es sind vor allem auch nicht Reaktion auf die eigentliche, tatsächliche Wetterlage oder gar Reaktion auf eine vertiefte Kenntnis, sondern wir haben es mit relativ stabilen Antwortmustern zu tun, die auch in anderen Zusammenhängen immer wieder zu beobachten sind. Beispielsweise gibt es dieses hier. Wir sind im Juli 1953, das ist die erste Umfrage nach dem Aufstand vom 17. Juni. Und es ist sehr interessant, es gibt ganz wenig Fragen zu dem Thema in dieser Umfrage, weil es in Westdeutschland zwar kurzzeitig große Aufregung erzeugt hat, aber schon nach wenigen Monaten oder nach wenigen Wochen eigentlich nicht mehr im Hauptfokus stand. Aber das war der Grund für diese Frage. Können Sie mir sagen, ob Sie in den letzten Wochen über eins oder über das eine oder andere ausführlicher mit anderen Menschen gesprochen haben? Und Sie sehen den Aufstand vom 17. Juni an erster Stelle als unmittelbare Resonanz des Ganzen. Und dann kommen die offensichtlich damals stattgefunden habenden Unwetter, also das Wetter, von 2/3 der Bevölkerung genannt. Eine von der Logik her gleiche Frage im Vorfeld des Bundestagswahlkampfes letzten Jahres. Hier ist eine Liste mit verschiedenen Themen, worüber haben Sie sich in letzter Zeit häufiger mal unterhalten. Da sehen Sie das Wetter an erster Stelle. Und in der Tat, bei solchen Fragen ist immer das Wetter mit in der Liste. Das ist nämlich der wichtigste Punkt überhaupt. Warum? Er ist das, was man eine Benchmark nennt, in der Marktforschung würde man es so nennen, ein Vergleichsmaßstab. Wirklich wichtige Themen erkennen Sie daran, dass über sie häufiger gesprochen wird als über das Wetter. In diesem Fall im August 2013 war der Befund, dass die politischen Themen überhaupt keine Rolle spielten. Es war ein geradezu schläfriger Wahlkampf, das war der Hintergrund dieser Frage. Aber Sie sehen, das Wetter ist immer mit an der Spitze, ja, egal wie Sie fragen. Und immer klingt der Gedanke mit, das Wetter ist irgendwie vom Menschen verursacht. Was glauben Sie, warum das Wetter in diesem Jahr, wir sind 1955, so unbeständig sind? Was glauben Sie, kommt das von den Atombomben oder glauben Sie das nicht? 49% der Westdeutschen waren im August 1955 der Ansicht, man hätte so schlechtes Wetter wegen der Atombombe. 1979, kann ich mich daran erinnern, ich konnte nicht zur Schule, weil ich komplett eingeschneit war in Norddeutschland. Im Winter war das Wetter ja an vielen Gegenden ziemlich streng und kalt. Kriegen wir eine neue Eiszeit? Ich verkürze ein bisschen. Immerhin 12%, das ist mehr als völlig belanglos, sind der Ansicht, also wir kriegen eine neue Eiszeit. Wie ich mich überhaupt noch an den nuklearen Winter erinnern kann, der unmittelbare Vorläufer der katastrophalen Klimaerwärmung war. 1981 stellten wir die Frage, wenn Sie einmal an Ihre Kindheit zurückdenken, war damals das Wetter eigentlich besser? 60% der Bevölkerung sind der Ansicht, in meiner Kindheit war das Wetter besser. Das ist noch nachvollziehbar. Denn Anfang der 80er Jahre gab es verflucht verregnete Sommer, daran kann ich mich nämlich noch erinnern, ja, frustrierenderweise als Kind. Aber jetzt gucken wir mal eine Generation später, was kommt denn raus, wenn man das im Jahr 2005 fragt? Genau dasselbe. Ja? Das Wetter war früher immer besser.
als heute. Also das sind, glaube ich, Dinge, die man im Hinterkopf haben muss, wenn man sich ein bisschen die Reaktion der Bevölkerung vor Augen führt. Ich überspringe hier etwas. Auch mit Blick auf die Zeit. Was steckt denn dahinter? Ganz kurz, auch mit Blick auf die Uhr. Man kann sich sozusagen über sowas belustigen, ja, und wir tun das auch, ich mache das auch, ja, aber auch mal Spaß dran. Aber eigentlich ist Hochmut fehl am Platze, sondern was wir dort sehen, ist das Echo, bei einer spielerischen Zusammenhängen in diesem Fall, das Echo von einem durchaus schwierigen Kommunikationsproblem. Ich habe es angedeutet, es gibt ganz andere Kategorien, ganz andere Beobachtungen bei der Bevölkerung als in der Wissenschaft. Also ein Wissenschaftler, jeder, der mal auf einer Podiumsdiskussion war, kennt dieses Gefühl, sie glauben, sie haben schlagende Beweise und führen die vor und sie werden entweder nicht verstanden oder sie werden umgedeutet und das Gegenteil verkehrt und dann kommt irgendjemand und sagt, was irrelevant ist und das wird als Gegenbeweis akzeptiert. Das liegt daran, dass das Publikum in der Regel völlig andere Kategorien hat. Und das führt zu, beispielsweise ein wesentliches Element in diesem Zusammenhang ist, dass die Kategorien von statistischen Größenordnungen jedweder Art, die in der Wissenschaft selbstverständlich sind, für weite Teile der Bevölkerung praktisch nicht zugänglich sind. Das einfachste Beispiel, mal, Sie erkennen Sie daran, dass die Wahrscheinlichkeit, den Jackpot im Lotto zu gewinnen, erheblich geringer ist als das Risiko, vom Blitz erschlagen zu werden. Das hindert fast die Hälfte der Bevölkerung nicht daran, regelmäßig Lotto zu spielen. Da haben Sie, wenn Sie so wollen, ein einfaches Beispiel dafür. Und das führt zu zum Teil beispielsweise verzerrten Wahrnehmungen von Risiken. Kommt es vor, dass Sie Angst haben vor etwas, was auf dieser Liste steht? Wieder wird eine Liste überreicht. Und wenn Sie dann schauen, welche Punkte dort genannt werden, dann ist das zunächst mal durchaus realistisch. Also das heißt, die Befürchtungen, sobald sie das persönliche Alltagsleben betreffen, stimmen auch mit den tatsächlichen Risiken überein. An der Spitze steht, dass ich unheilbar krank werde. 44% sagen, sie haben da öfter mal Angst vor. Das ist auch nicht unrealistisch, denn früher oder später erwischt es die meisten. Dass mein Einkommen, mein Wohlstand sinkt, das hat auch ein bisschen was mit dem Befragungszeitpunkt zu tun, 2011. Also das ist nicht so, dass die Bevölkerung unrealistisch ist. In ihrem Alltagsleben sind die meisten ja sehr lebenstüchtig. Aber wenn es ein bisschen abstrakter wird, wenn es ein bisschen weiter hinten in die Liste geht, gibt es ein paar interessante Details. So ist beispielsweise der Anteil derer, die fürchten, durch Konservierungsstoffe in Lebensmitteln krank zu werden, spürbar höher, als der Anteil derer, die fürchten, durch verdorbene Lebensmittel krank zu werden. Nun sind Konservierungsstoffe aber nach meiner Kenntnis nicht verantwortlich für eine nennenswerte Zahl von Erkrankungen, außer vielleicht die ein oder andere Allergie. Aber es gibt jedes Jahr eine ganz erhebliche Zahl von Menschen, die durch verdorbene Lebensmittel krank werden. Und nicht wenige von uns verdanken Konservierungsstoffen ihr Leben. Ja? Das ist aber sozusagen nicht übereinstimmend mit der Wahrnehmung. Ein anderes Beispiel. Jedes Jahr sterben, wenn ich auf dem Laufenden bin, in Europa 50.000 Menschen an Infektionen, die sie sich im Krankenhaus zuziehen. Eines der ganz schweren medizinischen Probleme der Gegenwart. Das löst gleich viel Angst aus wie die Befürchtung, dass es hier in der Nähe, so ist die Formulierung, in einem Kernkraftwerk zu einem Unfall kommt. Das schließt all die Gebiete ein, wie zum Beispiel ganz Ostdeutschland, wo es weit und breit kein Kernkraftwerk gibt. Also da sehen Sie plötzlich, ja, da gibt es ein Missverhältnis zwischen tatsächlichen Risiken und gefühlten Risiken. Man könnte viel über Medienberichterstattung sprechen in dem Zusammenhang. Mache ich jetzt nicht, weil ich Ihnen noch was anderes zeigen will, aber wenn Sie es interessiert, es gibt ein sehr schönes Buch des Statistikers Walter Krämer mit dem hübschen Titel Die Angst der Woche. Und Walter Krämer hat sich mal die Mühe gemacht und die Berichterstattung untersucht verschiedener Tageszeitungen über ein Jahrzehnt hinweg, in denen Begriffe BSE, Dioxin belastet, Schweinegrippe und Asbest verseucht vorkommen. Alles Begriffe, die für Risiken stehen, die sozusagen an der Grenze der Irrealität sind, also sozusagen gemessen an tatsächlichen Lebensrisiken zu vernachlässigen. Und Sie sehen, dass unter den vier Zeitungen, in denen diese Begriffe am häufigsten vorkommen, drei deutsche waren. Also wir haben es bis zu einem gewissen Teil auch mit einem deutschen Spezifikum zu tun. Könnt ihr noch einiges über die Emotionalität der Deutschen sagen. Überspringe das aber, weil ich Ihnen noch etwas zeigen möchte. Wir leben dazu in einer Gesellschaft nämlich, in der das Rationale einen hohen Wert besitzt. Wenn Sie fragen, wie Sie Ihre Lebensentscheidungen fällen,
auf welchen Gebieten man nach dem Bauch oder nach dem Kopf entschieden hat. Und wenn man fragt, wie man sich selbst fühlt, dann fühlen sich die meisten Menschen sehr vernünftig. Und das ist ein gesellschaftlicher Wert. Das heißt, Rationalität, das ist die Tradition der Aufklärung, die dahinter steckt, hat einen hohen Stellenwert. Der Irrationalität wird aber die höhere Moral zugesprochen. Und das ist etwas, was natürlich auch unser Thema betrifft. Dahinter steckt, auch das überspringe ich. Nee, doch nicht. Dahinter steckt zunächst mal eine gewisse Grundhaltung. Eine davon ist die Vorstellung, dass das Leben immer gefährlicher werde, ganz generell. Ob unser Leben in der heutigen Zeit gefährlicher ist als noch vor 20, 30 Jahren, darüber kann man verschiedener Ansicht sein. Was meinen Sie? Halten Sie das Leben jetzt für gefährlicher oder für weniger gefährlich? Und Sie sehen, das ist fast ein Topos, würde Literaturwissenschaftler sagen, dass man sagt, das Leben ist gefährlicher geworden. Die Hälfte der Bevölkerung sagt das, in den neuen Ländern sind es sogar noch mehr. Aber wenn Sie von heute an 30 Jahre zurückdenken, dann sind Sie in den Endjahren der DDR. Sie werden wenig Belege dafür finden, dass das Leben heute gefährlicher ist als damals. Sie müssen auf die Lebenserwartung gucken, die Unfallzahlen und andere Dinge, auch Umweltverschmutzung. Aber wenn Sie in einer Gesellschaft schnell Konsens herstellen wollen oder leichten Applaus generieren wollen, müssen Sie sagen, ja, da sind wir uns doch alle einig, dass es heute alles viel, viel gefährlicher ist als früher. Und dann nicken alle mit den Köpfen. Das ist Bestandteil einer Selbstsicht einer Gesellschaft. Die Folge ist, dass jedwede Art von Fortschritt beispielsweise als Risiko im Zweifel wahrgenommen wird. Glauben Sie, dass der technische Fortschritt mehr Sicherheit oder mehr Risiko birgt? Sagt eine relative Mehrheit mehr Risiko. Was hat das für Folgen? Es hat zur Folge, dass rationale, sachliche Argumentation in der Gesellschaft Empörung auslösen kann. Hier sehen Sie etwas, was wir den Emotionstest nennen. Die Frage geht wie folgt. Ich möchte Ihnen einen Vorfall erzählen, der sich neulich bei einer Podiumsdiskussion über, in diesem Fall ist es die Sicherheit von Kernkraftwerken, die Themen können Sie beliebig austauschen, ereignet hat. Einige Experten sprachen über die Risiken, den Stand der Forschung und die Sicherheitsvorkehrungen. Plötzlich springt ein Zuhörer auf und ruft etwas in den Saal. Wenn Sie das bitte einmal lesen. Dann wird das Bild überreicht, was Sie dort links sehen. Und der sagt, was interessieren mich Zahlen und Statistiken in diesem Zusammenhang? Wie kann man überhaupt so kalt über ein Thema reden, bei dem es um unsere Gesundheit und unser Leben geht? Und die hinterhältige kleine Frage lautet, würden Sie sagen, er hat ganz recht oder nicht recht? Wenn Sie das mit kühlem Kopf betrachten, können Sie eigentlich nur zu dem Schluss kommen, er hat nicht recht. Denn was, wenn nicht die Faktenlage, sollte eine solche Diskussion bestimmen? Sie werden aber stets Mehrheiten in der Bevölkerung finden, die sagen, der Aufspringer, wie wir ihn etwas salopp nennen, habe recht. In diesem Fall, 2010, Thema Kernenergie, waren es 65%. Sehen Sie das als stellvertretend für Ähnliches bei auch diversen anderen Themen. Manchmal reitet mich dann die Bosheit und dann habe ich das noch etwas weitergetrieben und habe die Frage etwas abgewandelt. Gleiche Situation, Podiumsdiskussion, in diesem Fall geht es um Gentechnik. Und diesmal sagt er aber nicht, wie kann man so kalt reden, sondern was interessieren mich Zahlen und Statistiken in diesem Zusammenhang? Gentechnisch veränderte Lebensmittel machen mir einfach Angst. Und wieder kommt die Frage, würden Sie zustimmen oder nicht zustimmen? Diese Aussage ist ohne jede Relevanz. Ja, ob er Angst hat oder nicht, spielt sozusagen eigentlich keine sachliche Rolle. Er sagt noch nicht mal, das ist vielleicht falsch, was der Wissenschaftler da sagt. Kann man ja sagen, stimmt alles gar nicht. Gibt andere Studien, die das Gegenteil behaupten, das ist ja in Ordnung. Nein, er sagt, ich habe Angst. Dieser Satz reicht, um die Bevölkerung auf seine Seite zu ziehen. Wenn Sie in einer Podiumsdiskussion sind und eine sachliche Argumentation liefern und dann sagt einer, aber ich habe Angst, dann können Sie als Experte einpacken. 57% der Bevölkerung sagen, ich würde zustimmen. Und wenn man dann noch nachfragt, wer ist Ihnen denn sympathischer, der Wissenschaftler oder der Zuhörer, dann schlagen sich 2/3 der Bevölkerung auf Seiten des Zuhörers. Das war jetzt Gentechnik. Jetzt kommen wir nochmal zum Klima zurück. Wir haben auch zum Thema Treibhauseffekt diese Frage mehrmals gestellt, ja, gleiches Muster. Zwei Experten sprachen darüber, was die neuesten Statistiken und Messungen sind. Und da sagt jetzt, was interessieren mich Zahlen und Statistiken in diesem Zusammenhang, wie kann man überhaupt so kalt reden? Und was Sie sehen, ist, dass der Anteil derjenigen, die sagen, wie kann man überhaupt so kalt reden über ein Thema, über das unsere Zukunft entscheidet, abnimmt und zwar auf ziemlich niedrigem Niveau. Sie haben eben die Zahlen gesehen zum Thema Gentechnik, zum Thema Atomenergie, wo das 2/3 waren, die sagen, der Aufspringer hat recht. Bei Ihrem, unserem Thema hier, waren es mal, sagen wir mal, die Hälfte der Bevölkerung, Anfang der 90er Jahre, die sagen, der Aufspringer habe recht. Heute ist es noch ein gutes Drittel,
Und der Anteil derer, die sagen, er hat nicht recht, hat zugenommen, interessanterweise auch in dem Aufregungsjahr 2007 einen relativ hohen Wert gehabt. Und das heißt, unabhängig von der tatsächlichen Relevanz, erreicht dieses Thema abseits der üblichen Wetterfolklore, möchte ich es mal nennen. Ja, früher war das Wetter besser und wenn es regnet, ist es der Klimawandel und wenn es schneit, ist es auch der Klimawandel und wenn es trocken ist, ist es der Klimawandel. Das ist sozusagen, sind Alltagsgespräche, so, weil man eben immer über das Wetter redet. Aber eine vertiefte emotionale Anspannung, eine wirkliche Aufregung über dieses Thema gibt es abseits bestimmter Medienkonjunkturen bei der Bevölkerung nur sehr begrenzt. Dankeschön. Ganz herzlichen Dank, Herr Petersen. Sie haben mit wenigen trockenen Beispielen diese grundsätzliche Situation sehr, sehr anschaulich und in meinen Augen wunderbar illustriert. Es ist noch Zeit für einige Fragen oder Kommentare. Herr Schönwiese, bitte. Sprechen Sie bitte ins Mikro, das kann ich übersetzen. Nichts. Ja. Soll ich ein Mikro holen? Ja, bitte. Oh, Verzeihung. Ja, vielen Dank für den sehr interessanten Einblick. Jetzt ist es ja so, die Ergebnisse von Meinungsumfragen, das ist das eine und die Gründe, warum die Leute sich so oder so entscheiden, ist das andere. Und jetzt wäre es für mich interessant zu klassifizieren, wenn also die Leute gewisse Meinungen äußern. Sie haben es ja mit dem Emotionstest schon begonnen, also die eine Frage wäre, entscheide ich also ohne Hintergrundwissen aus dem Bauch heraus emotional oder entscheide ich, weil ich mich informiert habe? Und da wäre es also interessant zu klassifizieren nach Personengruppen, die also sagen, ich habe mich über das Thema informiert und äußere deswegen meine Meinung, oder andere, die sagen, ich habe mich nicht informiert, ich habe einfach das Gefühl, es ist so und so. Also da kann man natürlich noch sehr ins Detail gehen. Ja, Sie haben bei jeder Umfrage eine Vielzahl von Informationen über die verschiedenen Personengruppen, Bildungsstufen. Hätte man jetzt eine Schwerpunktstudie zu dem Thema, würde man natürlich noch viel, viel mehr Fragen stellen. Und natürlich reagieren Informierte anders als weniger Informierte. Ist aber ein sehr komplexes Thema, weil die Information ist eine sehr subjektive Sache. Da machen Sie im Grunde das nächste große Fass auf. Es gibt im Grunde, wenn Sie fragen, zu welchem Thema auch immer, können Sie die Bevölkerung mit Informationen überschütten und dann fragen, fühlen Sie sich informiert? Und dann sagen die, ach, es informiert mich ja keiner. Also da könnte man noch sehr ins Detail gehen. Ja, ich weiß jetzt nicht mehr. Sie haben über Sicherheit, über Risikobereitschaft gesprochen. Gibt es da Untersuchungen über die verschiedenen Altersgruppen? Das heißt, wir gehen demografisch in eine ältere Gesellschaft. Ist es bei den Älteren mehr stärker so, dass sie nicht risikobereit sind? Das ist meine Frage. Ja, so ist es. Ich habe leise weinend einiges rausgenommen, sonst hätte ich Ihnen genau das auch gezeigt. Ja. Es ist so, wenn Sie beispielsweise fragen, was ist wichtiger, wissenschaftlicher Fortschritt oder soziale Sicherheit, das ist jetzt sozusagen mal stellvertretend für dieses Muster, ja? Dann sagt die ganze Bevölkerung, die soziale Sicherheit ist wichtiger, aber die Älteren sagen es häufiger als die Jüngeren. Und die Frage, ist es ein Kohorteneffekt oder ist es ein Alterseffekt? Wir sagen, ist es so, dass wir einer Gesellschaft entgegengehen, die innovationsfreundlicher wird? Die Antwort lautet in gewisser Hinsicht ja. Könnte man zeigen, aber der Hauptgrund ist der, dass je älter Menschen werden, umso wichtiger wird ihnen Sicherheit, und zwar in jedweder Form. Ob das soziale Sicherheit ist oder innere Sicherheit, der Schutz vor Überfällen und ähnliche Dinge, während sozusagen das Gefühl, etwas muss sich weiterentwickeln, man muss sozusagen noch was werden, man will was aufbauen, das wird natürlich weniger wichtig, je älter man wird. Das heißt, eine alternde Gesellschaft ist eine mehr und mehr auf Sicherheit bedachte Gesellschaft. Ja, eigentlich wollte ich jetzt noch was anderes stellen, das ist mir wieder in Gang. Ich habe in diese Sache mit der, ich habe Angst, ja. Das war für mich, ich habe es nicht richtig verstanden, weil, oder ich sage, es gibt zwei Deutungsmöglichkeiten. Wenn jemand sagt, ich habe Angst, und Sie stellen diese Frage jetzt anderen, ob das richtig ist, und die anderen fühlen auch diese Angst, dann ist das ja völlig in Ordnung über das Thema. Es geht ja nur darum, ob in dem Moment das als Argument gesehen wird, dieses
abzulehnen, sei es die Gentechnik oder die Atomenergie. Und das ist für mich nicht klar rausgekommen. Lehnen die das deshalb ab oder sagen sie einfach nur, ich habe auch Angst davor? Denn dass man davor Angst hat, das ist ja etwas, womit wir uns auseinandersetzen müssen. Und das ist verständlich. Also da argumentieren Sie jetzt sehr intellektuell und natürlich völlig richtig. Ja? Ich meine das gar nicht. Ja, natürlich ist es legitim, diese Angst zu haben. Nur das ist sozusagen eine Differenzierung, die im Alltag im Grunde kaum eine Rolle spielt. Ja, dieses ich habe Angst ist im Grunde in den allermeisten Fällen ein Stellvertreter für ich bin dagegen. Ich könnte es Ihnen zeigen, vielleicht glauben Sie mir einfach. Sie sind in Ihren Darstellungen sehr weit für mich, also in den 60er Jahren geboren, in der Zeit zurückgegangen. Und für mich hat sich in den 80er Jahren die Berichterstattung medial sehr geändert. Massiv. Das heißt, durch die Einführung des Privatfernsehens. Hallo? Nee, es funktioniert. Genau. Durch die Einführung des Privatfernsehens, auch im Folgenden, haben die Öffentlich-Rechtlichen meiner Ansicht nach nachgezogen. Kann sich oder lässt sich dieser Knick abbilden? Er lässt sich abbilden, aber da rede ich jetzt von anderer Leute Untersuchungen, nicht meine eigene. Er lässt sich abbilden beim Thema Gentechnik, wobei das Privatfernsehen nicht der entscheidende Punkt ist, sondern das fällt zeitlich zusammen, aber Sie können das innerhalb der Berichterstattung öffentlicher Sender oder auch der Zeitungen beobachten. Beim Thema Gentechnik kann man es zeigen, beim Thema Atomenergie kann man es zeigen, dass sich der Tenor der Berichterstattung verändert hat und die Bevölkerungsmeinung nachfolgt. Über Jahrzehnte hinweg, da gibt es Studien von Hans-Matthias Keplinger, ein Mainzer Kommunikationswissenschaftler, der das sehr gründlich untersucht hat. Soweit ich es irgend sehen kann, beim Thema Wetter und beim Thema Klima ist der Effekt geringer. Das ist das, was ich Ihnen versucht habe zu zeigen. Ja, es ist trotz phasenweiser großer öffentlicher Aufregung, ist die Resonanz bei der Bevölkerung deswegen gering, schlicht und einfach deswegen, weil die Leute immer über das Wetter reden. Das heißt, ich bin von Haus aus Medienwirkungsforscher. Sie finden immer in mir jemanden, der Ihnen über Medienwirkung redet und sagt, es wird viel zu wenig in der Öffentlichkeit darüber geredet. Aber sie findet auch ihre Grenzen. Sie findet ihre Grenzen da, wo die Menschen aus eigener Anschauung heraus handeln und reden. Und das Wetter ist so ein Fall. Darüber reden die Leute immer, ob es ein öffentliches Thema ist oder nicht. Und es gibt immer Spekulationen darüber, warum das Wetter so ist, wie es ist. Und mal ist es eben die Atombombe und mal ist es die Klimaerwärmung und mal ist es die neue Eiszeit. Also da gibt es immer sozusagen so ein Grundrauschen bei dem Thema, weswegen jetzt der Zeitgeisteffekt etwas geringer ausfällt. Herr Petersen, Sie haben ein wunderschönes Beispiel gebracht, dass die Denkweise des Normalbürgers anders ist als die der Naturwissenschaftler, die da messen. Ich gehöre zu den Ingenieurwissenschaftlern, wir messen also auch. Und zwar hatten Sie das Beispiel mit dem Winter im vergangenen Jahr gebracht. Der ist ja durch die Medien gegangen, als wenn das das Schlimmste gewesen wäre. Ich habe einfach mal die Temperatur, die Kältesumme von Leipzig und von Dresden genommen, da war es überhaupt kein strenger Winter. Mhm. Und selbst wenn man den März noch dazu nimmt, 4 Monate, war es immer noch kein strenger Winter, zumindest nicht im Flachland. Aber eingeprägt haben sich im Februar 14 Tage etwa, wo es schweinekalt war, wie man da so sagt. Und genau das ist es dann. Also zwischen gemessen und gefühlt ist immer ein himmelweiter Unterschied. Und wir merken das natürlich gerade hier an der Klimafront, wenn wir da ganz vorne stehen, wenn wir uns mit den Gegnern, mit den Leugnern auseinandersetzen müssen, da kommt das ganz genau heraus, weil die was ganz anderes empfinden. Schönen Dank. Also Sie haben da natürlich Muster, das hat natürlich jetzt auch was mit Medienstrukturen zu tun. Ja? Es ist natürlich immer schön, wenn man eine Sensation zu melden hat. Also dann gehen Sie dann halt an einem kalten Tag an den berühmten Fundensee im Berchtesgadener Land und halten das Thermometer kurz über die Eisfläche und sagen, ja, Minusrekord, minus 43 Grad. Ja, und dasselbe bei Hitze, ja, dann gehen Sie irgendwo auf der Autobahn, halten das Thermometer über den Asphalt, da wo gerade frisch geteert wurde, dann sind Sie bei plus 50 und haben Sie den nächsten Rekord. Das wird in beide Richtungen immer gern genommen. Sie haben uns gezeigt, dass 2007 das Thema Klimawandel eine wesentlich höhere Bedeutsamkeit in der Bevölkerung gehabt hat als letztes oder dieses Jahr. Mir fällt jetzt in dem Zusammenhang auf, dass es da gewisse Parallelitäten auch über die
Berichterstattung in den Medien, insbesondere im Fernsehen, gibt. Also zum Beispiel 2007 war ja das Jahr, als der vierte Sachstandsbericht des sogenannten Weltklimarates veröffentlicht wurde. Da wurde sehr breit, auch in den normalen Nachrichten, Heute-Journal, Tagesthemen etc. darüber berichtet. Jetzt, als der fünfte Sachstandsbericht veröffentlicht wurde, hat das eher nur eine marginale Rolle an nachgeordnete Stelle gespielt aus meiner Wahrnehmung. Sehen Sie von Ihren Untersuchungen auch solche Parallelitäten, was jetzt die Stellenwerte in der Bevölkerung anbelangt und die Medienberichterstattungen? Ganz klar, das ist in der Kommunikationsforschung das Feld der sogenannten Agenda-Setting-Forschung. Sie können sehr schön gucken, das, was wir in Zeitungen lesen oder im Fernsehen sehen, sind natürlich Dinge, die von einer vergleichsweise kleinen Gruppe von Menschen ausgewählt werden. Vor 100 Jahren sprach Walter Lippmann, der Begründer der modernen Kommunikationsforschung, schon von den Gatekeepern. Ja, das ist dann also, stellen Sie sich vor, sowas wie dpa, Sie haben 20 Zeitungstitel, aber wenn Sie gucken, was da berichtet wird, dann sind das meiste dpa-Meldungen. Ist auch völlig legitim, Sie brauchen ja sozusagen eine Infrastruktur, mit der Sie das Ganze organisieren können. Das heißt, es gibt im Grunde einen vergleichsweise kleinen Kreis von Leuten und die müssen jeden Tag neu entscheiden, was ist jetzt der Meldung wert und was nicht. Und da gibt es verschiedene Kriterien, ja, die Aktualität, die Nähe, die Reichweite eines Ereignisses, die Neuigkeit. Und je nach dem Umfeld und je nach dem Gewohnten steigen da Themen auf und ab. Das ist erstmal ein ganz normaler, natürlicher, hätte ich fast gesagt, Vorgang, völlig verständlich. Und was man sehr schön zeigen kann, ist, wenn Sie die Berichterstattung über verschiedene Themen, seien es die Inhalte, sei es auch die Wertung, im Zeitverlauf beobachten und dann die Umfragen daneben legen, dann gibt es dutzende Fälle, wo Sie zeigen können, erst verändert sich die Berichterstattung über ein Thema und dann folgt die Bevölkerungsmeinung nach. Ist ja auch vollkommen logisch, wo sollen die Leute ihre Informationen herhaben, wenn nicht aus den Massenmedien? Was weiß ich über Frau Merkel, was ich nicht aus der Zeitung habe? Also das ist deutlich so und mittlerweile auch nachweisbar. War lange Zeit die große Krux der Medienwirkungsforschung, dass sie diese Banalität beweisen musste, weil sie sonst abgestritten wurde. Lieber Herr Blume, haben Sie Verständnis, dass wir das auf die Kaffeepause verschieben, weil wir laufen sonst zeitlich doch sehr aus dem Ruder. Danke.